Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen beim Online-Workshop Live-Hörspiel für zu Hause. Ich bin Ilana Kohl und ich absolviere dieses Jahr ein freiwilliges soziales Jahr Kultur beim Landestheater Schwaben. In Zeiten von Quarantäne können einem schon mal die Ideen ausgehen, was man machen könnte. Besonders wenn es der ganzen Familie Spaß machen soll. Wie wäre es da mit etwas anderem, zum Beispiel ein Live-Hörspiel? Bei einem Live-Hörspiel werden, wie der Name schon sagt, die Geräusche, die für ein Hörspiel so typisch sind, live, also während die Geschichte vorgelesen wird, erzeugt. Das heißt, einer liest die Geschichte laut vor und die anderen machen die Geräusche. Was braucht man dafür? Nun, auf jeden Fall eine Geschichte. Es eignet sich dafür eigentlich jede Kurzgeschichte, zum Beispiel aus einem Kindervorlesebuch. Aber auch im Internet findet man zu Genüge Kurzgeschichten, zum Beispiel auf einfachvorlesen.de oder auf kinder-geschichte.de. Außerdem braucht man natürlich Requisiten, um die Geräusche zu erzeugen. Die findet man in jedem Haushalt. Dabei sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber hier kommen ein paar Anregungen. Wenn man vor den Hamsterkäufen noch Reis bekommen hat, kann man diesen ganz vielseitig und nicht nur zum Kochen einsetzen. Lässt man ihn zum Beispiel in einen Karton fallen, dann klingt das wie Regen. Nimmt man statt dem Karton eine Blechdose, hat man Hagel. Und bewegt man einen Karton, der etwas mit Reis gefüllt ist, hin und her, dann klingt das wie die Meeresbrandung. Streicht man mit einer Bürste über Karton oder Stoff, dann klingt das wie starker Wind. Streicht man hingegen über Kuchenblech, hat man Meeresrauschen. Schüttelt man einen großen Karton oder ein Blech, lässt man es donnern. Und zerknüllt man eine Plastiktüte, hat man ein knisterndes Lagerfeuer. Auch mit leeren Joghurtbechern kann man viel machen. Klopft man mit diesen auf den Tisch oder auf den Boden, klingt das wie Pferdegetrappel. Klopft man hingegen auf einen Teppich, dann galoppiert das Pferd eher auf Gras. Spricht man in einen Becher und hält sich dabei die Nase zu, klingt man fast wie beim Telefonieren. Hallo? Ja, können Sie mich hören? Hallo? Spricht man allerdings in eine Blechdose, klingt man eher wie ein Geist. Wasser ist immer verfügbar und nimmt man einen Strohhalm, einen Becher und blubbert etwas, hat man Tauchgeräusche. Füllt man hingegen einen Eimer oder ein anderes Behältnis mit Wasser und fährt darin mit der Hand hin und her, dann plätschert es schön. Fährt man mit einem Kamm über einen Tisch, erzeugt man ein Sägegeräusch und knallt man ein Lineal ganz laut auf einen Tisch, dann hat man einen Pistolenschuss. Auch einen Fahrstuhl kann man simulieren. Einfach einen Föhn an und dann wieder ausmachen. Rollt man einen Inliner, einen Rollschuh oder ein Skateboard auf dem Boden hin und her, klingt das wie ein fahrendes Auto. Schwingt man ein Küchentuch schnell hin und her, hat man flatternde Vögel. Und belastet man einen aufgeblasenen Luftballon unterschiedlich mit der Hand, erzeugt man Schritte im Schnee. Hat man sogar eine Gitarre zu Hause, kann man ganz einfach eine knarrende Tür nachmachen. Einfach alle Saiten der Gitarre mit der einen Hand festhalten und mit einem Fingernagel der anderen Hand an der dicksten Seite langsam hin und her schaben. Es empfiehlt sich, die Geschichte vor selbst einmal durchzulesen, besonders wenn jüngere Kinder mitmachen, und sich so im Vorfeld einmal zu überlegen, wann welche Geräusche passen. Und dann kann es auch schon losgehen. Jeder, der mitmacht, schnappt sich ein oder mehrere Requisiten und einer liest vor. Der Vorleser selbst kann während der Geschichte die Zeichen für das Einsetzen der Geräusche geben oder die Mitmachenden entscheiden, wann welches Geräusch passt. Es kann natürlich auch mit verteilten Rollen gelesen werden. Man kann das Ganze auch, wenn man möchte, aufnehmen. Jedes Smartphone kann das. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Geschichten zum Leben erwecken.